Hallo und herzlich willkommen, liebe Country- und Trucker-Freunde. Kilometer 330 ist wieder da. Und ich würde mich freuen, wenn Sie ab und zu bei unserer Seite vorbeischauen würden. Sie werden in Zukunft viel Interessantes erfahren. Moin Moin, hier ist der Uwe von Truckstop. Ich habe gehört, Kilometer 330 geht wieder auf Sendung. Dazu wünsche ich dem Team viel, viel Spaß und haltet durch, dass die Sendung auch in 10 Jahren noch ein Dauerbrenner ist. Hallo, hallo. Mein Name ist Burkhard Brozert und ich freue mich sehr, dass es die Sendung Kilometer 330 wieder gibt. Als ich davon erfahren habe, habe ich sofort ins Netz geschaut und ich war begeistert, kann man sagen. Begeistert von den Aufnahmen, die ich dort wiedersehen durfte und von den Künstlern und den Kollegen, die ich dort gesehen habe. Und da ist mir eingefallen, wie spannend die Arbeit damals war, als ich mit Bernd Joost zusammen die Freude hatte, die ersten Drehbücher zu schreiben. Wir haben richtig an dem Konzept gefeilt und gearbeitet, Tag und Nacht fast. Und unter anderem auch eine Rubrik Starthilfe mit eingebaut, die jungen Leuten und Nachwuchstalenten die Möglichkeit geben sollte, sich an der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und ich würde mich freuen, wenn in der neuen Kilometer 330 Serie auch so eine Starthilfe-Ecke eingebaut werden könnte. Also viel, viel Spaß und bis demnächst vielleicht. Mein Name ist Nils Tuxen, ich bin vor 30 Jahren von Dänemark nach Deutschland gekommen und ich habe in sehr guter Erinnerung Kilometer 330. Ich wurde mal nach Köln beordert und dürfte da einen Titel im Fernsehen vortragen. Es war eine tolle Zeit und ich freue mich sehr, dass Kilometer 330 wiederbelebt ist und ich hoffe sehr, dass das ein Sammlungspunkt wird für die Leute, die in Deutschland Country-Musik mögen. Ich werde auf jeden Fall sehr oft einschalten. Hallo Leute, ich bin Gunter Gabriel und ich finde es klasse, ja. Ich finde es fantastisch, dass es wieder Kilometer 330 gibt. Damals diese Country-Sendung mit Johnny Hill, ja. Damals Johnny Hill, ja. Also jetzt gibt es das alles wieder und man kann nochmal zurückblicken in die Zeit, als wir noch ein paar Jährchen jünger waren und ich natürlich auch. Ich sah da noch ein bisschen frischer aus und ich sehe mir gerne nochmal die Aufnahmen an von früher. Also viel Spaß dabei. Übrigens, zwischendurch empfehle ich euch was ganz brandneues von Gunter Gabel, diese Platte nämlich hier, super neu, Der Sohn aus dem Volk, German Recordings. Und jetzt Kilometer 330. Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an, in einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Hier hört man Geige, Banjo, Steel, Gitarre, hier sind sie gut gelaunt. Die Cowboys von der Vorderkant mit ihrem Mischwürzsound. Wenn du nur ein Trucker bist und dich eine Er war ein Fahrer so wie du, bis er dann nicht mehr kam. Sie sagt mir oft, wir schaffen es und tut, als wenn nichts wäre. Doch jede Nacht höre ich sie weinen. Ich weiß, sie hat sehr schwer. Und während er so redete, ja, unsere Liebe darf nie mehr vergehen, weil wir beide uns so gut verstehen. Ja, mit dir wird mein Leben schön, denn unsere Liebe, sie wird nie mehr vergehen. Meine Songs, die sing ich nur für dich. Meine Worte sagen dir, ich liebe dich. Ganz egal, wo immer ich auch bin, ich denk an dich. Gegen den Rest der Welt. Hallo.
Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Sonnenlicht, das sehen wir nicht, das sehen wir nimmer mehr. Kennt keinen Schmerz. Das ist falsch. Auch ein Trucker hat ein Herz. Aus demselben Holz, demselben Schlag. Mein Gepäck ist die Gitarre und ein Koffer voll Musik. Mein Zuhause ist die Straße Tag für Tag. Und ich bin stolz, wenn einer Trucker zu mir sagt. Und ich bin stolz, wenn einer Trucker zu mir sagt. Ja, ich bin stolz, wenn einer Trucker zu mir sagt. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Kilometer 330 lebt und ich wünsche Ihnen wie immer allzeit gute Fahrt, Ihr Johnny Hill. Musik.